Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Start in die neue Woche. Meine Lieben, wir haben ein herausforderndes Neumondwochenende hinter uns. Das Kollektiv hat wirklich ein bisschen gelitten. Ich habe das auch so wahrgenommen, vor allem für die Menschen, die wirklich sehr feinfühlig, sehr intuitiv sind, war das nicht so einfach mit dieser herausfordernden Fische-Neumond-Energie jetzt am Wochenende. Aber jetzt wollen wir heute mal gucken, wie geht's denn für uns jetzt in die neue Woche? Ja, wenn du dich fragst, ja Uli, wann kommen denn die Sternzeichen-Readings, die Elemente-Readings für die zweite Märzhälfte? Die kommen heute noch im Laufe des Tages, ja? Also bis heute Abend sind die alle hier bei euch online hier auf YouTube. Ja, ich habe mir gedacht, wir nehmen mal wieder das Lenormand-Deck von Angelina Schulze heute für diesen Wochenbeginn und danach frage ich noch, welches Krafttier begleitet uns in diese Woche. Ja, ich möchte gerne eine Hauptenergie für diesen Wochenstart und dann bitte ich noch um 4 Klärungskarten. Oh, das geht aber schnell und wir haben wieder die Sehnsucht. Ja, diese Neumondenergie brachte sehr viel Sehnsucht ins Kollektiv. Sehnsucht zum Teil nach lieben Menschen, was ich hier auch sofort spüre. Vielleicht habt ihr auch am Wochenende, mir ging es jedenfalls so, und ich bin ja Sternzeichen Fische, ich war so ein bisschen melancholisch und habe meine verstorbenen Eltern sehr vermisst. Vielleicht ging das dem einen oder anderen auch so. Ich weiß auch nicht, mein Papa, der ist ja schon 11 Jahre tot und meine Mama ist ja 2019 gestorben. Das wird jetzt bald 2 Jahre, aber am Wochenende irgendwie, da hatte ich wirklich große Sehnsucht und da war ich sehr, sehr melancholisch diesbezüglich. Aber vielleicht hast du auch die Sehnsucht von deinem Gegenüber, von einem geliebten Menschen gespürt, der Sehnsucht nach dir hat. Ja, die Energieübertragungen im Kollektiv sind nach wie vor sehr hoch. Und was ich auch wahrnehme, ist es, dass in vielen von euch wirklich auch diese Sehnsucht aufkommt, die Lebensreise fortzusetzen. Wir befinden uns ja wirklich jetzt seit so langer Zeit, es ist jetzt nahezu ein Jahr, auch mit dieser ganzen Lockdown-Geschichte, mit diesen Beschränkungen, wir befinden uns in einem stagnativen Zustand. Und viele Menschen, ja, und das spürt man im Kollektiv, haben einfach die große Sehnsucht weiterzugehen, ja, wieder zur Normalität zurückzukehren. Also all das nehme ich wahr. Aber wir werden jetzt mal schauen, wie sich das Ganze im Einzelnen für uns entfalten könnte. Warum fällt hier schon wieder das Schiff? Wir haben 2 Karten gleichzeitig. Einmal der Baum und die Firma. Also die Firma, das ist eine Karte, die jetzt hier so ein bisschen die Berufswelt mit ins Kartenblatt bringt. Ja, vielleicht bekommen wir ja auch 4 unterschiedliche Aspekte. Wenn es für dich in beruflichen Dingen zutreffen sollte, könnte es sein, dass du dich vielleicht momentan noch in einer beruflichen Situation befindest, gleichzeitig aber spürst, ja, du möchtest deine Lebensreise fortsetzen und wenn du das spürst, darfst du dich, deswegen fiel dieser Baum hier mit der Firma, darfst du dich darauf verlassen, dass das, was du spürst, auch deinem Lebensplan entspricht. Ich nehme das hier für deinen Lebensbaum wahr. Es könnte sein, dass du momentan, denn die Firma, die ist hier auch so wirklich sehr abstrakt dargestellt, ja, vielleicht arbeitest du momentan noch in einem Job, der sehr verstandesorientiert ist, wo du vielleicht viel Schreibarbeit hast, immer nur ja, deinen Verstand benutzt und vielleicht zieht es dich aber auf Seelenebene eher in eine berufliche Richtung, wo es sich um vielleicht die Natur, um Gesundheit, um seelisches Wohlbefinden handelt. Vielleicht möchtest du auch was mit Tieren machen. All das nehme ich wahr. Also wenn das für dich in beruflicher Hinsicht zutrifft, könnte es sein, dass du jetzt in dieser Woche und gerade jetzt auch mit dieser Neumondenergie, die noch im Kollektiv ist, deutlich spürst, da wo du beruflich bist, möchtest du nicht bleiben. So nehme ich das wahr, immer in Verbindung mit dem Schiff. Ja, wir müssen also die Klärungskarten ja immer in Verbindung mit der Gesamtenergie sehen. Ja, es könnte auch sein, dass du dich sehr getrennt und isoliert fühlst, vielleicht von einem geliebten Menschen. Vielleicht hast du auch jemanden losgelassen und hast jetzt gerade extreme Sehnsucht nach diesem Menschen, so nehme ich das wahr. Oder eben, es könnte auch die Energieübertragung sein, wenn du dich vielleicht von jemandem zurückgezogen hast, ja, dass er oder sie sich aktuell sehr isoliert fühlt
und große Sehnsucht hat. Das kommt mir hier sehr deutlich in den Sinn. Nehme ich jetzt gar nicht in Verbindung mit der beruflichen Situation wahr. Vielleicht bekommen wir, ja, das war gerade schon mein Impuls, heute tatsächlich vier unterschiedliche Szenarien. Ja? Also der Turm steht für Trennung, für das Gefühl vielleicht auch, ja, dich alleine zu fühlen. Vielleicht vermisst du es auch, ja, wirklich mit anderen Menschen auszugehen, dich zu treffen. Vielleicht kommt dir das in dieser Woche besonders schwer an. So spüre ich das. Was bekommen wir noch? Ja, hier bekommen wir einen Hinweis darauf, dass es bei dir auch um dein Selbstwertgefühl gehen könnte. In Verbindung mit dem Schiff, wir haben jetzt tatsächlich wieder ein anderes Szenario, könnte es sein, dass du vielleicht in einer Situation steckst, und das kann jetzt auf der Arbeit sein, im Freundeskreis, im familiären Kreis oder auch in einer Beziehung, wo du das Gefühl hast, hier blühst du nicht wirklich auf. Hier wirst du auch nicht als Blume gesehen, so nehme ich das wahr. Hier wirst du nicht vielleicht so wertgeschätzt, wie du dir das wünschen würdest. Und dann würde das Schiff hier für dich dafür stehen, dass du dir wünschst, diese Situation verlassen zu können. Ja, das könnte etwas Herausforderndes sein. Vielleicht auch auf der Arbeit, ja, wenn diese Karten hier liegen. Vielleicht ist es auf der Arbeit so, dass du einfach das Gefühl hast, du wirst mit dem, was du tust, mit der Leistung, die du bringst, nicht wirklich wertgeschätzt. Und dadurch kommt große Sehnsucht in dir auf, weiterzugehen. Ja, die Blumen stehen auch manchmal stellvertretend für eine Mama. Da muss ich jetzt gerade dran denken, weil ich am Wochenende meine Mama sehr vermisst habe. Wie gesagt, sie ist ja vor 2 Jahren gestorben. Vielleicht geht dir das ähnlich. Vielleicht hast du im Moment auch das Gefühl, dass du deine Mama vermisst. Oder aber du bist eine Mama und vermisst dein Kind. Ja, so geht es mir auch manchmal hier auf Mallorca. Mein Benni ist ja in Deutschland. Wir sehen uns zwar so oft es geht, aber mit Corona ist es auch nicht so möglich. Wir hatten schon letzte Woche, glaube ich, in den Tagesenergien mal dieses Thema loslassen, das auch zwischen Eltern und Kindern sehr, sehr wichtig ist. Ganz gleich, ob du dich jetzt aus einer Elternverbindung lösen musst, die vielleicht nicht mehr gesund ist. Ja, also ich habe Klientinnen, die mit 50 oder Mitte 50 noch ihre Eltern fragen, wenn sie Entscheidungen treffen, ob das ihnen recht ist. Ja, um sowas könnte es hier gehen. Oder es geht für dich auch darum, ein Kind loszulassen. Ja, in welcher Hinsicht für dich das auch immer stimmig sein könnte. Ja, unglaublich. Ich sage noch am Anfang, vielleicht bekommen wir heute mal 4 unterschiedliche Szenarien. Jetzt bin ich gespannt, ob wir tatsächlich noch ein 4. bekommen. Wir haben hier wieder 2 Karten gleichzeitig. Oh, Donnerwetter. Also, wir haben hier nochmal das Thema Beziehungen auf dem Tisch. Also, es könnte jemand, wenn du als Mann schaust, eine Herzensdame oder natürlich in gleichgeschlechtlichen Beziehungen dann auch ein Herzensmann an dich denken und dich sehr vermissen. Und wenn du als Frau schaust, umgekehrt. Also hier nehme ich das krass für die Sehnsucht nach einem anderen Menschen wahr. Es könnte sich hier um ein Seelenpaar handeln, ja, weil die beiden Karten jetzt gleichzeitig herausgefallen sind. Wenn du vielleicht gar nicht weißt, woher diese Energie kommt, jetzt auch zu Beginn der Woche nochmal. Vielleicht nehmen die Energieübertragungen jetzt tatsächlich auch nochmal zu, ja. Dann sei dir sicher, denn das liegt hier schon sehr deutlich mit dem Schiff, dass jemand viel an dich denkt, dass jemand vielleicht sogar plant, Kontakt aufzunehmen, so fühle ich das. Wenn jemand weiter weg von dir wohnt oder du weiter weg von einem Herzensmenschen wohnst, kann es sein, dass dieser zu dir kommen möchte, um dich zu sehen. Das fühle ich noch. Wir schauen uns mal die Unterseite des Decks an. Ja, da liegt der Sarg, das ist Transformation. Dieses ganze Wochenende, meine Lieben, stand ja im Zeichen von etwas darf sich schließen, etwas darf abgeschlossen werden, auch ein alter Schmerz, ja. Und der Sarg zeigt uns immer an im Lenormand, dass wir uns in einer Transformation befinden. Und das passt so schön zu dem Schiff. Denn das Schiff als Hauptenergie, ganz gleich um welchen Bereich es sich jetzt bei dir handelt,
zeigt ja, dass etwas Veränderung erfahren möchte. Ob du dich jetzt nach einem neuen Job sehnst, ob du einen anderen Menschen vermisst oder dich in einer bestimmten Situation nicht wirklich wertgeschätzt fühlst, alle Situationen beinhalten als Kernaussage, dass sich etwas verändern möchte. Denn wenn du große Sehnsucht nach jemandem hast oder große Sehnsucht vom anderen zu dir spürst, dann möchte sich im Prinzip auch etwas verändern, nämlich dass ihr zusammenkommt. Ja, also das, was jetzt hier noch deutlich spürbar ist, ist dieser Neumond. Ich denke, die Energien könnten sich eventuell Mitte der Woche ausreinigen. Ja, und was ich mir überlegt habe, vielleicht mache ich auch mal ein Channeling, ein Heilungs-Channeling für diesen Neumond. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass hier die geistige Welt vielleicht ein paar heilsame Impulse zu uns ins Kollektiv bringen möchte. Und vergiss nicht bei all dem Schmerz, den eine Sehnsucht auch mit sich bringt, ja, denn wenn wir Sehnsucht haben, zeigt es ja, dass wir da, wo wir sind, nicht unbedingt an dem Ort sind, an dem wir bleiben sollten, der für uns auf Dauer vorgesehen ist. Also ist das schmerzlich. Dann dürfen wir bedenken, es ist Teil unserer Transformation, ja, und das ist dann schon wieder sehr tröstlich. Ja, wir fragen jetzt mal, welches Krafttier begleitet uns denn in diese neue Woche? Welches Krafttier steht uns hier zur Seite, wenn es jetzt um diesen Wochenstart geht, um die Sehnsucht? Jawohl, oh, das sind zwei. Wir schauen uns mal beide an. Also wir haben einmal den Luchs, ich mache sie mal getrennt voneinander. Und zwar hier geht es um neues Bewusstsein. Veränderungen und Neuerungen kündigen sich in deinem Leben an. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Was sage ich gerade noch, meine Lieben? Also manchmal erschrecke ich vor mir selbst, ja. Ich sage gerade noch 3 oder 4 Sätze vorher, es möchte sich etwas verändern für dich, ja. Und jetzt kommt hier dieser wundervolle Lux an deine Seite und sagt, ja, es geht um ein neues Bewusstsein. Verstehe auch, lausche nach innen, was dir deine Sehnsucht sagen möchte, ja, oder die Energieübertragung, dass du Sehnsucht von deinem Gegenüber wahrnimmst. Ja, es stehen Veränderungen an. Veränderungen und Neuerungen kündigen sich in deinem Leben an. Ja, das passt auch sehr schön, als ich gerade sagte, vielleicht plant jemand, dich zu sehen, dich zu besuchen. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Ja, also wir leben in einer transformatorischen Zeit und die Zeichen dieser Zeit stehen auf Veränderung, auf Neubeginn, ja, wenn wir Altes verlassen. Und wir haben den Krebs, hier geht es um Läuterung und Hingabe. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Veränderungen und Wachstum kündigen sich an. Also meine Lieben, das ist jetzt zu viel des Guten. Ich kenne die Karten nicht alle auswendig, aber ihr habt gesehen, ich habe wirklich einige Male gemischt. Ja, dieses Deck besteht aus über 50 Karten und jetzt fallen hier 2 Krafttiere und beide Tiere kündigen hier Veränderungen, Wachstum und Neuerung an. Und du sollst auf deine Träume achten. Passt ja auch sehr schön zu der Energieübertragung, von der ich gesprochen habe, ja. Also unglaublich stimmig. Der Luchs und der Krebs begleiten uns in diese neue Woche und wir dürfen auf Veränderung und Neuerung hoffen. Wahnsinn. Also jetzt bin ich selber ganz positiv geschockt, meine Lieben. Über so viel Stimmigkeit. Ja, ich danke euch natürlich sehr fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich wünsche euch natürlich jetzt einen guten Start in diese neue und verändernde Woche. Ja, so sieht's aus. Und ich komme dann heute noch zu euch versprochen mit den 4 Elemente-Readings für die 2. Märzhälfte. Dann habt einen schönen Tag. Bis später. Die Uli. Tschüss.